Oh. So Leute, und damit herzlich willkommen zu einem Supermoto-Vlog. Es war schon eine Weile her, seit dem letzten Video, aber ja, ich bin euch auf jeden Fall noch ein Video schuldig. Ich bin jetzt das erste Mal in meinem Leben auf einer Supermoto-Strecke und ich muss schon sagen, also ich hätte es mir nicht so krass anstrengend vorgestellt, das ist wirklich unnormal. Also meine Hände, Rücken, alles mögliche, Schenkel, es tut alles weh. Ja, war jetzt auch schon lange nicht mehr auf dem Bike, deswegen alles hat sich so ein bisschen neu, aber ich bin eigentlich relativ gut reingekommen. Vlog einfach wie früher ein bisschen, laber ein bisschen. Ich denke, beim Fahren werde ich nicht so viel labern, weil das ist echt halt neu für mich. Oh. Hier kostet ein Sturz 20 Euro, also ist natürlich nicht geil, wenn man stürzt. Aber wir haben jetzt so einen Grundkurs, so wie die. Gruppe A ist das, glaube ich, oder 1. Und da wird halt alles noch ein bisschen erklärt. Ja. Ich denke mal, ich werde das öfters machen, weil das ist echt geil. Ich bin hier in Kaufbeuren, wie das Ganze heißt, keine Ahnung. Kennt ihr bestimmt ein paar. Und ja, ich mache jetzt einfach mal die Anmoderation und nachher, wenn es dann losgeht, dann labere ich weiter oder ich labere nicht. Das sieht man ja dann, ist ja scheißegal. Hauptsache, ich bringe jetzt mal wieder ein Video. Und ja, ich habe jetzt vor, meine TT wieder zusammenzubauen und mit der wieder ein bisschen zu fahren, dass ich ein bisschen Videos machen kann. Oh. Vorderbremse voll reingedrückt, das ist ja ja, davon lassen wir uns jetzt nicht ablenken. Ich will das jetzt auch nicht unbedingt filmen, ist nicht Sinn des Videos. Ich bin vielleicht ein bisschen raus, aber ich versuche trotzdem einfach irgendwie was zu labern und euch zu unterhalten, so wie immer. Ich will auf jeden Fall, dass ihr mal in die Kommentare schreibt, was ich denn so machen könnte an Videos, oder nicht machen könnte, sondern was ihr wirklich sehen wollt. Und versucht einfach mal wirklich euch was zu überlegen, damit ich einfach meine Motivation wieder finde, Videos zu machen. Ich habe leider echt wenig Zeit, das ist mein Problem, aber ich muss ja nicht jede Woche ein Video bringen. Vor allem jetzt im Winter ist halt ein bisschen stressig. Ich hoffe einfach, dass alles mit dem Ton klappt und dass ich mal wieder mit euch labern kann oder euch mit Scheiße volllabern kann. So, jetzt geht's gleich wieder los. Das hier ist mein Bike. Die 100 CRF ist das 450. 60 gut fahren, ist auf jeden Fall geil. Ich habe jetzt auch meine andere Handschuhe angezogen, weil die eins ein bisschen sind halt für die Straße mit Protektoren, und hier ist dann noch besser, wenn man so richtiges Gefühl hat. Also der hier mit seiner EXC, der geht ja geisteskrank ab, und das Krasse ist, der ist einfach am Rollstuhl. Unnormal. Da bekomme ich Gänsehaut, das ist so krank. Also ein bisschen fange ich ja schon und muss zittern an, weil man irgendwie schon Respekt davor hat und ist schon was Geiles. Und los geht's. Ist halt echt richtig schwierig, nur die gleichen Punkte zu erwischen. Hier klappt es schon relativ gut. Ja, auch nah vorbei. Schwierig, wenn man einen vor sich hat, dann konzentriert man sich zu hart. Jetzt wäre schon mal geil zu überholen. Yeah.
tut mir langsam alles weh. Boah, jetzt wird es echt anstrengend. Alles weh. Ich kann nicht mehr, Alter. Alter, ich kann nicht mehr. Oh, Junge, Alter, f***. Leck mich am Arsch. Am Anfang lief es ganz gut. Dann irgendwann, es fehlt einfach die Konzentration, weil man so, es tut alles weh. Es ist alles nur noch anstrengend. Kupplung ziehen ist anstrengend. Bremsen ist anstrengend. Lenken ist anstrengend. Es ist so unnormal. Und irgendwann vergisst man einfach die Ideallinie und bremst zu spät oder geht zu früh in die Kurve rein. Deswegen ist man so, weit außen. Oh, Alter, ich hätte niemals gedacht, dass es so anstrengend ist. Mein Endurofahren ist ja schon anstrengend, aber leck mich am Arsch, sowas ist halt schon richtig krass. Ein paar Mal ging es mir schon auf den Sack, wenn einer vor einem fährt halt, aber was will man machen? Ah, ich mache jetzt erstmal Pause und boah, wir hören uns nachher wieder. Alter. Ich kann jetzt schon nicht mehr, hallo. Hals, der stirbt. Oh. Gleich weiter vor. Also, ich habe versucht zu reden, aber das kann schon sowas von vergessen. Hoffentlich war die Kamera, der Kamerawinkel gut. Also, das macht so unglaublich viel Bock, weil man einfach komplett heizen kann und die Karre immer so richtig. Da kann man einfach mal alles geben und das ist einfach, das kann man auf der Straße nicht. Und das ist einfach geil. Ich merke, dass ich die Kurven teilweise immer noch nicht so gut nehme. Aber ist mir relativ wurscht, weil es macht einfach so krank Bock.
Und wenn die Karre mal so rutscht, heftig, hätte ich nicht gedacht. Also, I need a break. Jetzt habe ich gesagt, jetzt chill ich mal ein bisschen, weil so gut geht's mir gerade nicht mehr, weil Essen fehlt halt. Boah. Mein Arsch tut so krank weh. Also ich merke auf jeden Fall, dass ich so langsam nicht mehr kann. Boah. Und ich brauche gerade echt ziemlich lang, dass ich reinkomme. Aber egal. Egal. Ich freue mich. Ja, Essen. Hey, sonst gehe ich ein. Oh Mann, ich merke auch, das Sport bei mir auch schon ein bisschen länger her. Also ein paar Sätze jetzt aus. Wir haben noch zwei Runden. Ich fahre jetzt einfach, bis ich nicht mehr kann. Und dann schon übel. Mein Rücken, der tut unglaublich weh. Also es ist jetzt nicht so schlimm. Aber es nervt schon. Aber ich will es halt so gut wie möglich ausnutzen. Unsere Mopeds sind glaube ich gedrosselt mit Gasanschlag. Ja, wenn der Anfänger dabei sind, tut es sich halt dann schwer, wenn die ganze Zeit Vorderrad hochgehen und generell. Ja, finde ich nicht schlimm. Leistung ist in Ordnung. Aber ich habe mir schon von Anfang gedacht, irgendwie gehen die noch ein bisschen besser. Wird wahrscheinlich ein langes Video, aber ich glaube, ist mir egal. Die ersten zwei, drei Runden sind schwierig. Da komme ich immer ziemlich schwer rein. Vor allem denke ich immer, die Reifen sind ja noch arschkalt. Die sind auch kalt. Vor allem mein Arsch wirklich. Der tut so weh. Oh Mann. Wer verschrocken? Ja, das wird wohl doch nichts mit Reden und Fahren. Das geht einfach nicht. Ist ja noch anstrengender dann. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Seht mal wieder was von mir. Das nächste Video wird auf jeden Fall dann ein bisschen mehr gelabert. Das war's wohl. Die Katz, die laufen schon warm, weil die sind als nächstes drin. Und ich bin jetzt auf jeden Fall K.O. Ich laber jetzt auch nicht mehr groß rum. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. War leider schon lange her. Mein letzter Post. Alter, ich bin komplett lost, sorry. Aber Kart fahren muss ich auch mal. Bin ich auch noch nie. Also in dem Fall, schreibt in die Kommentare, lasst ein Like da. Tut mir echt leid, dass ich wenig post. Viele schreiben mir, aber ich komme einfach nicht dazu und das müsst ihr verstehen. In dem Fall, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Guckt bei mir auf Insta vorbei, da seid ihr dann immer auf dem aktuellen Stand. Und ja, haut rein, macht's gut.